Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier auf Arc Genesis und oder Arc Genesis Part 2. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier ein bisschen was hinbekommen tatsächlich. Ich habe mich nochmal ausführlich damit auseinandergesetzt mit dieser Mod und wie dieses Tool hier funktioniert. Also ich weiß es immer noch nicht hundertprozentig, aber zumindest weiß ich jetzt, wenn ich eine Sache einstelle, wie ich das kopiert bekomme. Und das ist für mich, glaube ich, erstmal das Allerwichtigste, denn wir wollen ja auch, wenn wir jetzt mit der Science-Fiction-Mod hier eine Basis bauen, möchten wir ja natürlich auch, dass das Ganze ordentlich aussieht und schön aussieht und dass wir da ein bisschen kreativ sein können. Und deswegen habe ich erstmal das gemacht, habe dann in der Mitte einfach das Ganze einmal schwarz gelassen und hier außen das Ganze mit diesen grünen Applikationen genutzt, auch an der Tür und so. Hier wieder komplett schwarz und hier auch erstmal schwarz. Nur kurz zur Erklärung, also eigentlich ist es so, wir haben ja die Möglichkeit Alt plus 1, Alt plus 2, plus 3 und plus 4 zu nutzen. Ich brauche hierfür allerdings nur Alt 4. War das jetzt richtig? Ja, Alt 4. Oh Gott, ich hoffe, ich weiß das jetzt. Nicht, dass ich das schon wieder vergessen habe, das wäre echt fatal. Also es ist so, dass man erstmal mit Alt 4, also Alt F4, nein, Alt und 4, meine Fresse, das Ganze aktiviert, so. Ne, dann sagt er hier Clone Color Profile. Und dann musst du das nochmal mit der Waffe und der linken Maustaste aktivieren. Und dann ist es quasi im Kopiermodus. Und dann kann ich hier sagen, okay, ich kopiere jetzt das hier auf das Ding. Ne? So, wunderbar. So läuft der Hase nämlich. Das gleiche möchte ich natürlich jetzt wieder anders haben. Möchte das andere jetzt wieder geswitcht haben. Also Alt und 4. Switchen. Zack, einmal aktivieren. Let's go hier rüber und ich mache das hier wieder hin. So einfach. So, natürlich muss man erstmal alles manuell konfigurieren im Einzelnen. Aber dann, glaube ich, kann man nachher am Ende doch eine feine Sache hier draus machen. So, wie wir sehen können, sieht das alles erstmal noch richtig dürftig aus hier, das Ganze. Ich möchte aber jetzt ein bisschen was kreieren und darum geht es jetzt in dieser Aufnahmesession tatsächlich. Wir haben jetzt, das sind zwei Dinger, ja, ne? Composite-Pfeiler, okay, 2, 2. Da haben wir hinten das Tech-Teil, das räume ich schon mal weg. Das hat hier gar nichts zu suchen. Auch zwei Tech-Pfeiler, wenn ich das richtig sehe. Okay. So. Genau. Dann muss das Teil hier weg. Wir brauchen das aber. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich habe hier ungefähr 1 Million Metallbarren drin. Schwierig gerade. Das ist doof. Der steht jetzt nicht so besonders gut, ne? Wo können wir denn unsere Metallbarren mal eben... Ich glaube, ich packe die erstmal in irgendeine scheiß Kiste und dann gucken wir mal. Die hat schon wieder Scheiß gesagt. Mann. Oder packe ich das hier rein? Muss hier rein. Also Zement habe ich gebastelt aus dem Chitin, was wir beim letzten Mal gesammelt haben. Da sind wir schon mal relativ weit vorne. Ich hoffe, das hält eine Weile. Das wäre ganz gut. So, Composite Crafting Table. Ach, eigentlich kann er da rein. Richtig. Eigentlich kann der ganze Schnulli da rein, weil da brauchen wir das ja tatsächlich. Dann gehe ich mal hier rüber zum Composite Crafting Table. Und hau hier mal die ganzen Barren rein. So. Metallbarren, bitte. Go. Und dann brauchen wir natürlich hier auch noch Zement. Das kann ich auch direkt schon mal rüberholen. Zement. Ja, so viel ist es jetzt doch nicht. Ich hoffe, das reicht trotzdem eine Weile. Mal gucken. Denn wir hatten ja eine ganze Menge Chitin bekommen, ne? Das war ja schon nicht gerade wenig. Und jetzt wissen wir ja zumindest auch, bei welchen Tierchen wir am meisten Chitin farmen können. Und mit der Pike hier. Mit der Lanze, mit der Pike, mit der Pike. Ihr wisst schon. Mit dem Gerät machen wir das. So. Okay. Kann ich dich mal kurz wegräumen, mein Schatz? Bräuchte nämlich noch ein paar Pfeiler. Das wäre ganz gut. Kann ich dich einmal wegräumen? So. Dann bauen wir noch 4 von den Composite-Pfeilern. Weil hier will ich nur eine Überdachung machen, ne? Wir machen so einen Zaun drumrum und eine Überdachung. Mal gucken, wie das dann aussieht. Und das wird dann nur diese Open-Air-Crafting- Geschichte sein. Erstmal, wo denn der große Ofen steht und der Grindstone und weiß ich noch nicht genau. Und dann möchte ich mich natürlich erstmal darauf konzentrieren, dass wir mit modernen Sachen arbeiten. Aber deshalb brauchen wir ja das Grundgerüst. Sü. Okay. Lass mal schauen. Und zwar war das bei... Oh Gott, wo war denn das jetzt hier, ne? Das sind sie zweimal hoch. Könnte ich eigentlich auch direkt ein so ein Ding bauen, ne?
Macht wahrscheinlich. Ach komm, ich mache jetzt 4 aus denen. So. Und dann überlegen wir uns, wie wir weitermachen. Ich denke, man braucht noch mehr von den Composite-Dingern, aber ich habe halt noch nicht wirklich eine Ahnung, wie das aussehen wird oder wo wir hinbauen werden und in welcher Form. Welche Form das Ding haben wird. Ach, hier unten, hier seht ihr vielleicht schon, dass ich da mir schon was gebaut habe. Und zwar habe ich von der lieben Arwen noch einen Tipp bekommen bezüglich der ganzen Prinögel, die man hier auf der Map hat. Ne? Diese ganzen schönen Berge hier, diese Dinger hier, diese Plattformteile. Die kann man halt wunderbar, wenn man halt nicht mit dem Anzug unterwegs ist oder einfach nur mal so umherlaufen möchte, kann man halt wunderbar so eine Hanging Bridges nehmen. Diese Hanging Bridge, die gucken wir uns auch nochmal gemeinsam und in Ruhe zusammen an, wie das funktioniert. Ich habe schon mal kurz angetestet. Ist super easy. Ist halt ein bisschen teuer, das Teil. Aber okay, das nimmt man ja gerne in Kauf. Und damit kann man halt wunderbar diese Sachen so miteinander verbinden. Man hat keine ewige Range dafür. Man muss schon ein bisschen darauf achten, dass die nicht zu dicht beieinander stehen. Zu weit auseinander stehen, meine ich, so rum. Aber kriegt man hin, wenn man das weiß. So 20.000... Oh, das war falsch, warte. 20.000... 20.000, wie heißt das? Entfernung. Blöcke. 20.000 Blöcke dürfen die voneinander entfernt sein. Und dann ist... Ist vorbei. Aber das ist eine ziemlich lange Geschichte. Das ist echt gut. So. Heiler. Heiler. So, dann kann ich auch direkt schon mal das Tool nutzen, weil wir wollen ja diese Aktion hier haben. Wir wollen ja das hier haben. Also wieder Alt und 4. Aktivieren und go. Schaut mal, wie easy. Genau das habe ich gesucht, weil mit den anderen CKF-Tools geht das ja auch so an. Und dann haben wir das. Nice. So, an sich möchte ich gerne noch ein paar Sachen, außer den Wassertopf, den lasse ich mal stehen, und den Kühlschrank. Und vielleicht auch den Grindstone würde ich auch erstmal noch da stehen lassen. Aber das hier, okay, das können wir nicht einfach wegpacken. Oh, Mist. Hier ist echt überall was drin, ne? Oh Gott. Moment. Auf. Ich glaube, den können wir auch komplett kaputt machen. Den reißen wir ab. Ja. Ja, toll, jetzt bin ich überladen. Na, großartig. Das läuft schon wieder wie im Länderspiel. Ich hau die ganze Kacke da vorne rein. Oder in dieses Barrel. Dieses Barrel habe ich doch gebaut, um was zu tun? Um zu zeigen, wie, dass man verschiedene Sachen auswählen kann, ne? Oh mein Gott, soll ich das jetzt alles hier reinmachen? Oh, ich habe hier noch 4. Oh nein, ich hatte schon welche gebaut. Ich Horst. Ich bin aber auch ein Hoshi manchmal, ne? Mann, Mann, Mann. Dann packe ich die Sachen mal hier rein. Das organische Polymer. Sollte ich da vielleicht nicht irgendwas bauen mit? Warte mal ganz kurz. Wir müssen doch ganz dringend eine Ghillie-Rüstung bauen, oder? Brauchen wir da nicht Polymer für? Leder und Faser. Moment mal. Hallöchen, mein Freund. Was hast denn du für ein Level? 20. Toll. Ist doch nicht mein Freund. Geh weg. So, Ghillie. Haben wir Ghillie-Rüstung? Ghillie-Hose? Okay. Würde ich nämlich fast sagen, 260 ist mir fast zu viel, ne? Haben wir auch gar nicht so viel. Okay, dann baue ich mal klassische Ghillie-Rüstung mit dem Zeug. Kann ich das hier bauen? Nein. Da kann ich nur Lederrüstung bauen. Ich glaube, ich muss das hier bauen. Habe ich das jetzt gelernt? Ich habe das doch gar nicht gelernt. Nein, habe ich nicht. So. Bevor das verdirbt, würde ich sagen, bauen wir uns mal eine Ghillie-Rüstung. Dann haben wir das gleich verballert. Ist eine richtig gute Idee, glaube ich. Wir brauchen das, glaube ich, für irgendwas. Lederhose habe ich auch noch nicht gelernt. Ach so. Mhm. So, wo ist das jetzt? Ach hier. Okay, dann machen wir das einmal. Zack. Brustpanzer machen wir. Ghillie-Hose haben wir. Brauchen wir nicht. Dann nehmen wir die Handschuhe nochmal dazu. Und die Stiefel. So. Träumchen. Sehr gut. Das haben wir. Schön. Dann können wir das hier auch gleich reinpacken. So.
Okay. Ja, das haben wir gemacht. Und warte mal, dann packe ich den restlichen Polymerkram nochmal hier rein. Ich glaube, wir bauen jetzt einfach los. Ich glaube, wir bauen einfach los. Hier ist alles voll, ne? Ach, Mist, verdammter. Nee, dann sollte ich lieber das Polymer noch reinpacken. Aber wofür brauchen wir das sonst noch? Außer für Ghillie-Rüstung? Fällt mir erstmal nichts ein. Okay, also wir brauchen ganz dringend eine Behausung, wo wir unsere ganzen Ressourcen hinstellen können. So, und ich glaube, dass das hier dafür prädestiniert ist, dieses Open-Air-Dingspunkt. Wir könnten das vielleicht noch ein bisschen größer machen, ne? Also, dass wir hier quasi nur die Ressourcen machen und den fetten Ofen, Fabrikator und, ja, und hier den Grindstone und die Smithy. So, ansonsten brauchen wir ja nichts. Würde ich jetzt sagen. Das Ding können wir auch abreißen. Zack. Also so ist jetzt mal so die Idee, würde ich sagen. Ne? Was war denn mal das hier? Achso, das ist der Generic Barrel. Genau, den hatten wir uns letztes Mal angeguckt. Den können wir entsprechend ändern. Und können ihm sagen, so, hier, pass auf. Ich bin das und das. Achso, und wir haben da ja schon Sachen drin. Genau, wir haben das als Schwefelfass. Alles klar. Ja, wollte ich nochmal kurz Revue passieren lassen. So, jetzt packen wir hier den ganzen Quatsch einmal rüber. Damit ich einmal komplett leer bin. Ist wahrscheinlich eine richtig dumme Idee gerade. Aber wir brauchen Platz. Ich brauche wirklich Platz, um jetzt zu bauen. Und um die Sachen hier auszuräumen. Das wäre, glaube ich, auch nochmal... Gott, wie viel Gammelfleisch wir haben. Ach du Scheiße. Das wird zu schwer sein. Auf jeden Fall. Geh weg. So, ich will nochmal kurz sortieren nach Gewicht. Ja, okay. Dann können... Ach hier, 50 Metallwasserrohre. Hm. Die keiner braucht. Roter Edelstein, okay. Das hier, grüner Edelstein. Gassammler. Meine Fresse. Ravager-Sattel. Tyrannosaurus, den können wir uns, glaube ich, auch mal zähmen. Die ganzen Satteleien. Öl. Okay, warum habe ich den ganzen Kram jetzt rübergeholt? Ich muss das Ding hier stehen lassen, es geht nicht anders. So. Das geht wirklich nicht anders. Okay, ja, dann ist es so. Dann bauen wir jetzt einmal drumrum. So. Ich baue jetzt... Ich gucke mal, wie die Dächer aussehen. Mich interessiert es tatsächlich, um das Ganze zu überdachen, wie das aussehen würde. Wo haben wir das denn? Roofs. Hier. Aha, okay. Oh, schöne Ecke. Ja, gefällt mir. Mit Glaswindow, auf jeden Fall. Gefällt mir richtig gut. Vielleicht machen wir es doch komplett zu. Bin noch nicht ganz sicher. Soviel ich weiß, haben die keinen Treibhauseffekt übrigens. Die Dinger. Hier invertiert noch. Okay. Hm, also klassische Sachen. So, warte mal. A four-sided inclined roof tapering to a central point. Was ist jetzt der Unterschied zwischen euch beiden? Das sind beides Ecken. Hm. Ich glaube, wir müssen erstmal Ceilings bauen, ne? Sonst wird das nix. Mal schauen, ob das funktioniert. Okay. Ceilings gab es diese. Weil wir keine Wände haben, müssen wir eine Ceiling bauen, sonst kriege ich da kein... Ach nee, ohne Wände kriege ich allgemein kein Dach rauf. Ich baue mal so eine Ecke. Mal gucken, was passiert. So. Ja, nee, das kann natürlich nicht funktionieren. Auf den Dingen snappen die aber natürlich schon. Okay, dann bauen wir jetzt ein paar Ceilings. Und noch drei von den Ecken.
würde ich sagen. Dress und dann Ceilings. So. Sind die auch hier? Nein. Da, nehmen wir einfach das, wo Ceiling steht. Ich glaube, das ist eine richtig gute Idee. So, wir hätten das auch nochmal hier mit Glas. Das würde ich dann eher bevorzugen. So hier. Ceiling. Hier haben wir jetzt Gitter. Bei dem einen, auf der einen Seite haben wir Gitter genommen. Das ist aber okay, weil das ja auch ein Weg werden soll. Und das hier würde ich dann eher in dieser Geschichte bauen. Das sieht ja auch nice aus irgendwie. Mm. Hier sind die Gitter, genau. Ja, dann lass uns mal hier Composite Ceiling. Triangle. Was ist der Unterschied zwischen euch beiden? Ach, das ist der Hatchway. Alles klar, dann muss ich das Ding hier bauen. Ist das nicht mit... Ah, da sind auch Gitter in der Mitte, ne? Dann muss ich diese Dinger hier bauen. Mit Glas. Okay, dann nehme ich das. Okay, bauen wir mal... wie viel brauche ich denn? 5? 10? Ich habe keine Ahnung. Ich brauche erstmal 10. Ich glaube, wir brauchen noch Kristall. So, dann haben wir hier die Corners. Da haben wir wenigstens schon mal das eine Ding fertig. Dann machen wir noch einen Zaun drumherum. Einen Zaun hatte ich auch noch irgendwo hier. Und jetzt ist der falsche. Müsst ihr nochmal gucken, welcher das war. Dann haben wir schon mal unsere Crafting Area. Aber kann sein, dass ich die noch vergrößern muss. Bin nicht ganz sicher. Aber erstmal. Vergrößern kann man immer noch. So, dann machen wir jetzt erstmal die Ceiling fertig. Jo, passt. Jum. Gucken, ob das einfach so geht. Ja, irgendwie so, dachte ich mir. Hm. Da kann man vielleicht auch die Seiten ausblenden oder so, könnte ich mir vorstellen. So, das war's schon wieder. Wir brauchen nochmal genau 20, ne? Nee, 10, nochmal 10. Oh, es muss Hallo sagen. Hallo. Wer hat Lust, etwas zu erforschen? Ich, aber jetzt möchte ich bauen. So, noch 10 von den Dingen. Ich hoffe, ich kann noch 10 bauen. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt an Kristall scheitern wird. Das wäre jetzt nicht so nice. So, komm, bauen wir noch 10. Dann gucke ich schon mal, ob ich hier die Ecken gesetzt kriege. Warum möchte ich jetzt eigentlich noch ein Dach bauen? Macht das überhaupt Sinn? Reicht das nicht so? Macht gar keinen Sinn, da so ein Eckdach jetzt drauf zu packen. So, wir machen da einfach nur eine Ceiling drauf. Dann gucke ich gleich mal von oben, wie wir das eingestellt bekommen. Ich würde jetzt erstmal gucken, wie das aussieht, wenn ich das hier kopiere nach oben. Ansonsten machen wir noch was Eigenes. Ist auf jeden Fall spannend, mal wieder mit einer anderen Mod zu arbeiten. So. Zack. Okay. Ist erstmal sehr schön. Hier machen wir natürlich einen Gang, ne? Also hier möchte ich... Ich kann sein, dass ich... Ich glaube, ich mache Wände, Leute. Ich glaube, ich mache Wände drumherum. Habe irgendwie das Gefühl... Ach nee, warte mal. Hier... Bringt das was mit dem Schornstein nachher? Muss ja hier noch den Ofen hinpacken. So, warte mal. Jetzt gucke ich erstmal, ob ich hier... Ich kopiere mir nochmal das hier. Alt und 4. Aktivieren und go. Dann würde das so aussehen. So, HLNA müsste ich auch mal einfärben. Ha, geht nicht. Schade. Naja. So. Mir fast jetzt ein bisschen zu viel Grün, ne? Das wäre jetzt quasi unsere Open-Air-Geschichte.
muss jetzt aber noch mal gucken, ob man hier nicht irgendwie noch was anderes einstellen kann. Wechseln zu Graded. Ach so, da haben wir denn die Dinge. Okay. Wechseln zu Glas. Ja. Und dann haben wir hier... Moment. Color Profile. Ja, da kann ich natürlich auch alles wieder... Die Glasfarbe können wir noch ändern. Möchte ich gerne... durchsichtig, also klassisch weiß haben. Ja. So möchte ich das haben. Und nicht grün. Okay, dann machen wir nochmal ein Copy-Paste. Ja, guck mal, das ist besser. Das ist mir sonst zu viel grün, muss ich ehrlich sagen. Also machen wir das einmal. Ja. Zack und zack. Jo, ich glaube, ich habe alle. Ja. Already. Okay, it's already using this pattern. Okay. Ja, was meint ihr? Ist das mit Open Air besser? Oder würdet ihr sagen, wir machen lieber zu? Aber so kann man halt beliebig auch nochmal erweitern, ne? Weil diese Plattform hier können wir natürlich noch weiter nach links und rechts ausbauen. Weil, ja, wahrscheinlich der Platz gar nicht reichen wird. So, ich baue jetzt noch ein paar von den Dingern hier. Composite Paneled Rail. Da müssen wir mal gucken. Und wir müssen eine Wand bauen. Einen Gang. Also erstmal machen wir die Rails. Railing, Railing hier. Composite. Gable, Gable. Full Rail. Ist jetzt der Quatsch? Ist das das hier? Nein. Das hier, ne? Nee, das hier. Nein, das. Nein. Das. Hä? Nein. Also ich merke mir schon wieder nichts. Half Rail, Composite. Was ist mit deinem Kopf los, Lexan? Lass mal gucken. Paneled Rail, wo ist denn das? Paneled Rail. Panel. Habe ich denn nur das Ding hier? Ich habe nur das. Ach, dann war das ein Half. Okay. Ich baue mal nur einen, ne? Ich will nur kurz gucken, ob das wirklich der richtige ist. Mon Dieu! Hallo? So. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Dann machen wir die. Alles klar. Wie viel brauchen wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hm. Das ist ja gar nichts. Oh mein Gott. 15. Rillings. 15. Inventory contains all required resources. Ich will 15, nicht 100. Los geht's. Okay, ja gut, dann haben wir hier noch diese 4 Roof Corners. Die werden wir wahrscheinlich dann fürs Haus brauchen. Ist jetzt nicht so dramatisch. Hier haben wir noch Composite Ceilings. Okay. Ja, und hierfür brauchen wir jetzt noch am besten eine Glaswand. Ich hätte gerne eine richtige Glaswand. Und hier würde ich gerne zumachen. Hier. Aber hier Glas. Was haben wir denn da so für Möglichkeiten? Wie sieht denn das aus hier mit Wänden? Genau. Hier ist Composite Glas. Wir brauchen auf jeden Fall noch Kristall. Okay. Hier sind die klassischen Glasdinger. Okay. 7 Zement, 20 Metallbahn, 10 Kristall. Okay, ich baue mal 4. Mehr kann ich eh nicht. Wir müssen Kristall organisieren. Können wir das mit dem Ankylo machen? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, der Ankylo
ist prädestiniert auch für großen Meinen. Oh nein, warum habe ich den jetzt hingepackt? Der ist prädestiniert, um auch Kristall zu ernten. Wo bist du? Oh nein. Wie heißt der hier? Der da. Teleporter. So. Den brauche ich, weil hier vorne war irgendwo Kristall. Aber auch nur zwei so Dinge. Oh Mann. Eins, zwei, drei. Ja, doll ist nicht. So, ich muss mal ein Level abmachen. Was nehmen wir denn? Heute nehme ich mal Nahkampfschaden. Wir sind schon auf Level 83. Meine Güte. Wow. So, dann holen wir uns mal den Dicken hierher. Da. Oh, hoch. Du sollst nicht die Bäume fällen, du sollst das Kristall mitnehmen, Mann. Vicky, was ist mit dir? Ja, so doll war das jetzt aber nicht, ne? Naja, aber so ein bisschen was kriegen wir noch gebaut. Ist okay. Kannst du dich noch bewegen, Schatz? Bisschen? Komm, lass uns rüber laufen. Laufen macht man hier so wenig in dem Spiel. So. Dann setze ich mal noch mal kurz die Wände. Wie viel? Gucken, wie das aussieht. Hier die Glaswände. So. Hier. Überlegen, wie machen wir denn das am blödesten? Wir müssen ja hier auch mit Slopewalls oder so arbeiten, damit wir irgendwie hochkommen, ne? Also im Prinzip reicht hier eigentlich so ein Gang bis hier. Dann müssen wir das hier eigentlich zumachen. Hier würde ich jetzt auch noch so eine Wand drüber machen. Tatsächlich, aber nur hier. Oder, nee, oder wir nehmen diese anderen Geschichten. Hier diese, die wir noch zusätzlich gebaut hatten. Vielleicht kann man die oben drauf packen. Das wäre auch hübsch. Glaube ich. Ja, guck. Ja. Kann man die anderen da auch noch dran packen? Ja, ist ja noch besser. Sieht ja noch besser aus. Und hatte ich nicht eben noch ein paar Zäune gebaut? Läuft bei mir. Ach ja. So. 15 Stück. Das ist alles nur einfärben. So. Jetzt komme ich hier nicht mehr rein. Was denn? Was geht hier nicht? Doch geht. Ruckelt schon wieder so krass. So. Würde ich sagen, ich färbe das jetzt mal inzwischen den Folgen einmal. Hallo. Einmal ein, ne? Dass wir das hier in den Farben haben, so wie wir das hier haben wollen. Wir können eigentlich auch die Pfeiler komplett schwarz machen. Bin noch nicht ganz sicher. Oder hier oben komplett schwarz. So, dann bauen wir hier noch ein paar Dinge. Und dann gucke ich mal, ob wir den Gang in der nächsten Folge dann... Müssen wir zumachen. Hier müssen wir wirklich zumachen. Würde ich sagen. Und dann gucken, ob wir hier Slope Walls hinkriegen. Keine Ahnung, ob das geht. Einfach so.
Wir werden es sehen in der nächsten Folge. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und dann freue ich mich, wenn du in der nächsten Runde wieder mit dabei bist. Mach's gut. Ciao.